Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man 3. Ja, wir starten hier gleich mal Apocalypse Teil 2, wo es uns wohl in die U-Bahn führen wird. Spider-Man, beeil dich. Ich habe gehört, wie einer dieser Halunken gesagt hat, sie übernehmen das U-Bahn-System. Der Albtraum eines jeden Pendlers. Keine Sorge, ich bin schon dran. Natürlich, Spidey ist natürlich schon dran. Wir gehen mal nach unten. Apocalypse, das waren ja diese Möchtegern-Punk-Schläger, mit denen wir es schon mal zu tun hatten. Und die wollen jetzt das U-Bahn-System übernehmen. Na, wunderbar. So. Müssen wir lang? Ich gehe mal darüber. Das ist auch sehr cool an dem Spiel. Es gibt ein riesengroßes U-Bahn-Netz, durch das man auch laufen kann, beziehungsweise fahren. Jetzt nicht im Zug, aber so auf dem Zug. Spider-Man halt. So, wo müssen wir eigentlich hin? Da hinten ist irgendwas. Da sind Fußspuren, den laufen wir einfach mal nach. Wow, hast du gesehen, wie diese Typen durch den Tunnel gerannt sind? Ja, irre. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, voll krass, dass die Typen durch den Tunnel gerannt sind. Diese Spuren sollten in ihr Versteck führen. Ja, da drüben sitzt sie also, dann können wir uns die auch gleich mal vorknöpfen. Moinsen! Ah, die haben ja alle Knarren, Gottes Willen. Sag mir das doch. Aua, verdammt. Mit dem Ausweichen habe ich es immer nicht so. So. Ist auch einmal gemacht. So. Das wären die drei. Die Musik ist ein bisschen laut, kann das sein? Ich muss dicht dran sein. Es ist Musik. Ja, da müssen wir lang. Dann gehen wir doch da auch gleich mal hin. Und dann finden wir bestimmt auch gleich wieder Leute, die sich mit uns vergnügen wollen. Also jetzt Vergnügen im relativen Sinne. Können wir da schon einen rausziehen? Jawohl, Hallöchen. Hey, Freunde, kann ich mir eine Tasse Zucker borgen? Oder Geiseln befreien? Spidey, rette uns! Oh, das sind Geiseln. Wie schön. Also, was heißt, wie schön? Wie schön, dass wir sie gleich retten können, meine ich natürlich. Ah, es sind aber hier einige. Wow. Das Problem ist, man kann gar nicht so oft ausweichen. Wenn die so oft hintereinander schießen, kann man gar nicht so schnell ausweichen. Oder so oft vielmehr. Wie viele sind denn das hier? Das gibt's ja nicht. Nein. Ich kümmere mich mal um die Typen mit den Knarren da oben. Zuerst. Ich glaube, das wäre jetzt mal wichtig. Nein. Nein, das ist der falsche. Es ist ein bisschen blöd, dass der oft auch besiegte Gegner noch zu sich hochzieht. Das nervt ein bisschen. So, jetzt gibt's hier ordentlich auf die Fresse. Das war knapp. Also ich muss sagen, das Kämpfen macht in diesem Spiel wirklich Spaß. Dadurch, dass man eigentlich im Prinzip blind irgendwie die Kombis drücken kann zwischen der X... Y und B. Das ist immer ganz nett. So, dann befreien wir mal die Geiseln. Ups, nein, befreien. Danke für die Rettung, Spider-Man. Bitte, bitte. Immer wieder gern. Danke. Bitteschön. Sonst noch jemand? Ja, da drüben ist auch noch eine. Oder ein R. Toll, Spidey! Gell? Oh, das ist nicht gut. Nein, das war die falsche Taste. Schnell. Ich dachte, ich wäre erledigt. Das war knapp. Ja, das war's, muss man sagen. Spider-Man, Sie haben den Express gekapert. Mir ist da lang. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ich muss meinen Zug kriegen. Ja, wir haben schon nur besonders witzige Sprüche auf Lager, muss man sagen. Das hier ist übrigens das U-Bahn-System, das ich gerade schon erwähnt habe. Also hier kann man jetzt wirklich stundenlang entlang schwingen. Kommt immer irgendwo anders dann raus. Es gibt, das Problem ist, dass die Stadt sehr, sehr groß ist, habt ihr ja gesehen, und die ganze Karte. Daher ist es manchmal ziemlich, ich will auf den Zug eigentlich. So, können wir uns die Zeit bisschen, den Weg ein bisschen sparen. Es ist manchmal ziemlich schwer, Einstiege in das U-Bahn-System zu finden, weil die halt wirklich ziemlich rar sind. Naja. So,
Galaktischen Express. Spidey kommt an und verprügelt jetzt gleich mal irgendjemand, würde ich sagen. So. Guten Tag, meine lieben jungen Freunde. Ui, was ist das für einer? Achso, das sind so Spezialgegner, die haben so Waffen. Die können auch relativ gut und viel blocken. Das nervt ein bisschen, aber auch die sind natürlich nicht unschlagbar. Huch, was? Nein, ich will mich doch nicht... Ah, hallo? Was war denn das? Das wollte ich gerade nicht machen. Alter, die mit den Knarren, wie kann man denn... Können wir uns nicht ganz handfest normal prügeln, ohne Waffen? Ernsthaft? Das ist doch einfach unfair. Gut, ihr seid eine komische Straßengang. Euch ist wahrscheinlich ziemlich egal, ob irgendwas fair ist oder nicht. So. Huch, nein, ich wollte eigentlich einen haben. Ah, da seid ihr, ja. So. Daneben. Und zack. Ach, ich gibt's auch noch. Wow. Aua, verdammt, hat uns doch noch erwischt. Und jetzt Achtung, jetzt interessiert mich mal was. Da hinten kommt ein Zug. Hihi. Das funktioniert? Oh Mann, der lebt ja immer noch. Ne, das ist ein anderer, oder? Ne, ist der gleiche. Wie hat er denn das überlebt, wenn ich fragen darf? Das ist ein bisschen unlogisch, muss ich jetzt sagen. So, das war's jetzt aber mit dir. Oh, das war schon die Mission. Supernetzangriff RB und B, wenn die Kombo-Anzeige voll ist. Okay, das ist sie. Wir können es mal ausprobieren. Ah, verstehe. Tja, das war Apocalypse 2. Das habe ich mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Was haben wir denn noch für Aufträge so? Da gäbe es gleich Apocalypse 3. Nein, ich will wegzoomen. Wir haben immer noch The Wolf 1, Verrückte Bomber Teil 2. Machen wir doch das mal. Das ist der zweite Teil vom Intro oder vom Tutorial sozusagen. Da wollte dieser Typ ja das ganze Haus in die Luft jagen. Und anscheinend, da das nicht geklappt hat, hat er sich etwas Neues ausgesucht. Wie Superschurken halt so ticken. Ich kann euch schon mal eins sagen. Bei Apocalypse wird es früher oder später, ich glaube, das könnte sogar schon Teil 3 sein. Vielleicht ist aber auch erst Teil 4. Gibt es eine Mission, oder war irgendwas? Gibt es eine Mission, die habe ich wirklich, also, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, ich habe die nicht geschafft. Ich habe, keine Ahnung, Stunden verbracht mit dieser einen Mission und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Oh, ich glaube, es geht um Lieferwagen da. Nein. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und das, der Trick an dieser Mission, das ist einfach, es ist ein Bosskampf im Prinzip. Und der eigentliche Trick an dieser Mission, hallo, ist eigentlich einfach nur durchgehend ausweichen und schlagen. So, so ähnlich wie hier jetzt. Müssen wir mal die Lady da rausholen. Frau am Steuer. Jetzt Achtung. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Die Ausweispapiere bitte und den Führerschein. Ja. So. Ja, dann würde ich sagen... Machen wir uns mal weiter auf in Richtung Verrückter Bomber. Upsala. Also ich finde, das ist wirklich das Kampfsystem. Das macht unglaublich viel Spaß, sich hier zu kämpfen in dem Spiel. Und das Schwingen ist genial. Durch diese, ich finde ja doch im Prinzip echt abwechslungsreich gestaltete Stadt. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass es immer bloß so, immer im Prinzip die gleichen Häuser sind. Es sieht immer hier, sieht immer ein bisschen anders aus. Und ich bin ja eher ein Riesenfreund von, Open World Games. So. Hier ist der verrückte Bomber Teil 2. Ab geht's. Ich bin froh, dass der Ton noch überall da war in den Story-Sequenzen. Ich hoffe, das bleibt doch so. Hi, Betty. Hi, Pete. Mr. Jameson möchte Sie... Parker, mein Büro, sofort! Sie hören's ja. Ich brauche Bilder für die Titelseite! Spider-Man flieht aus brennendem Haus? Aber er hat diese Leute gerettet. Was haben Sie nur gegen Spidey, Mr. Jameson? Er gehört zu den Guten. Damit verkauft man keine Zeitung! Jameson! Hallo Jonah, ich habe einen Knüller für dich. Morgen früh liegt diese Stadt in Schutt und Asche. Wer spricht da? Was wollen Sie? Und woher haben Sie diese Nummer? Diese Stadt hat mich ruiniert und heute ist Zahltag. Ich habe unterirdische Bomben platziert. In wenigen Minuten wird Manhattan brennen. Hallo? Hallo? Das hat mir doch gefehlt. Noch so ein Spinner. Also Kleiner, ich will... Parker!
Ich muss diese Bomben finden. Tja, das ist auch mal wieder, das muss man sagen, kommt in diesem Spiel auch oft vor, so typische Superschurken-Klischees. Diese Stadt hat mich vernichtet, deswegen vernichte ich jetzt die Stadt. Mit ein paar Bomben zerstöre ich ganz Manhattan. Tja, das müssen wir ihm wohl oder übel mal glauben. Und vielleicht kommt er jetzt schon, ich weiß es nicht mehr genau, auch was sehr cool ist, nämlich das Bomben-Entschärf-System in diesem Spiel. Das ist nämlich richtig cool gemacht. Nicht immer so dieses Standard hinlaufen, X drücken, da ist die Bombe entschärft. Nein, man muss tatsächlich ein bisschen was machen. Keine Zeit zu rasten. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Ach, da ist ein U-Bahn-Eingang. So. Wow. Das ist manchmal ein bisschen doof. Teilweise muss man die Kamera mitdrehen, damit man nach vorne guckt und teilweise nicht. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. So, und hier hinunter. Gott, ist der Hauptbahnhof hier oder was? Ich muss mich beeilen. Ja, was soll ich machen? Achso, ich kann vielleicht sprinten. Das, das Ganze vielleicht ein bisschen beschleunigen. Ah, so, da sind wir ja schon. Ja, oder auch nicht. Halt, ich will mit. Stopp. Nein. Wow, da kommt uns was entgegen. Nicht vor den Zug springen, das ist ganz dumm. Dann stirbt auch mal Spidey. So, wir nehmen mal wieder den Zug. Uah, nicht runterfallen. Ach, das dauert mir zu lang. Huch. Ja, das scheint mir der Typ zu sein, oder zumindest... Wie einer dieser Typen, die das Gebäude in die Luft jagen wollten. Ich folge ihm besser. Natürlich, du folgst ihm besser. Wie unauffällig. Ich will auch so einen Jetpacker. Warum spielt ihr... Also, muss sagen, ihr werdet es nachher merken... Jede dritte Mission spielt hier in dem U-Bahn-Gelände. Ich glaube, deswegen haben sie es auch bloß so aufwendig animiert. So. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Na, wie geht's? Alles klar, schön. Hallo, ja. Peter Parker, ja, guten Tag. So. Du auch noch, daneben. Kriegst den Konter in die Fresse. Du kommst gar nicht erst zum Angreifen. Zack. So aus, als hätten sie diesen Raum als Versammlungsort genutzt. Vielleicht finde ich einen Hinweis, der mich zu den Bomben führt. Den Versammlungsort habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen umgeräumt. So, gibt es einen Hinweis, der mich zu den Bomben führt? Ah ja. So ein Mist. Sie haben Bomben überall in der U-Bahn gelegt. Sogar in diesem Raum. Oh. Das ist weniger gut. So, jetzt seht ihr auch dieses Symbol hier. Das ist ein Zeitsymbol. Und ich liebe es ja, unter Druck zu arbeiten. Beziehungsweise zu zocken. Ja, wo ist denn das Ding? Ach, da. Nein, halt. Das sind jetzt noch kleine Bomben. Die muss man bloß so einspinnen hier. Das wird nachher aber noch witziger. Nein. Achso, muss ich halten. Ja. So. Na, die nächste. Uah, huch. Nein. Ah. Das ist manchmal auch sehr ätzend. Wenn man so an der Wand entlang krabbelt und dann wegspringt, dann springt er sofort an die nächste Wand und krallt sich da fest. Das überfordert mich dann gelegentlich. Nein! Verdammt nochmal. Man verliert manchmal ein bisschen den Überblick, wenn man Wände hochlaufen kann und so. So, wo müssen wir eigentlich hin? Huch, Alter. Das mit der Kamera, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt spring halt da runter und hör auf, dich da fest zu. Hey, wenn die Bombe jetzt hochgeht, muss halt dies nicht auf die Reihe kriegen. Wo ist denn? Die ist doch irgendwo hier dran, oder? Ja. Ich glaube, dann laufen wir jetzt einfach mal oder krabbeln ganz konservativ da hoch, ohne irgendwelche Sprungeinlagen. Noch haben wir genug Zeit. Aber nachher sollten wir uns bei verschiedenen Missionen nicht so viel Zeit lassen. So, noch eine. Das da vorne. Wunderbar. So viel dazu. Aber da draußen ist mindestens noch eine Bombe. Besser, ich finde sie. Gott sei Dank nicht weit weg. Was mich jetzt interessieren wird, woher hat der jetzt gesehen, dass da unten eine Bombe ist? Das ist, naja. Das ist ein Spider-Man-Rätsel. Wir kümmern uns um die nächste Bombe, aber erst in der nächsten Folge. Vorausgesetzt, wir werden jetzt hier nicht von dem Zug überfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.